So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und wir befinden uns hier beim Hagebaumarkt. Da gibt es nämlich ein richtig gutes Imbissangebot, beziehungsweise Mittagsangebot. Das ist ja eine richtige Kantine, ne? Ihr seht hier vielleicht unten schon was Grünes schimmern. Das ist ein Salat, den möchte ich heute mal testen, den habe ich letzte Woche schon gehabt. Mama hatte dann einen Burger, ich hatte das und den fand ich so toll. Ich habe gesagt, den muss ich unbedingt für Ramses Kitchen mal zeigen. Es ist Montag. Meine Mutter ist ja immer dann Sonntag da auf Montag und eigentlich sind wir da immer zum Restaurant Hibu Haus gegangen, haben da was gegessen, deswegen gab es Montag dann auch immer diese Subs. Das Montags-Sub wurde getestet, dann habe ich mal den Double Mafia Burger getestet. Irgendwie ist das Hibu Haus geschlossen seit längerer Zeit. Ich weiß nicht, ob die überhaupt wieder aufmachen oder was jetzt nun wirklich da Phase ist. Ist sehr schade. Wir mussten uns eine Alternative suchen. Haben hier mal gegessen, weil sie wieder Blumenerde besorgt hat. Und haben wir gesehen, hier gibt es so viele tolle Gerichte und so eine große Auswahl und so spitzen Preise, dass ich das auch mal zeigen wollte. Ich kann euch auch hier die Karte mal zeigen. Das ist zum Beispiel die Karte hier. Das Wochenmenü. Ab 8 Uhr gibt es Frühstück, Rührei mit Bacon, Nürnberger Würstel, Brötchen. Und guckt mal hier Montag, heute ist Montag. Schnitzel mit Lecho und Kroketten für 6,95. Das ist doch ein richtig günstiger Preis. So sieht das dann auch aus. Schnitzel mit Lecho und Kroketten, 6,95. Dienstag Eier-Ragout mit Kartoffeln und Salatbeilage. Mittwoch Hähnchenschnitzel mit Buttererbsen und Twister-Kartoffeln. Donnerstag Gyros mit Tzatziki, Tomatenreissalat. Freitag Gulasch vom Schwein mit Nudeln. Samstag Leberkäse, Currywurst mit Pommes frites, ne? 5,50. Das ist nicht nur eine gute Auswahl, das klingt doch alles lecker und sieht auf jeden Fall richtig günstig aus. Aber das ist mein Salat, den ich letzte Woche schon hatte und dachte, der hat so gut geschmeckt, der ist so schön angerichtet. Da ist ja Feta-Käse mit drauf, ihr habt hier diese Hähnchenstreifen, das Hähnchenfleisch, das sind Möhrenstreifen, das sind hier so... Nicht Erbsen, ja, ist denn das andere? Genau, haben wir auch mit drauf. Alles grün, hier sind Salatblätter, das sind Tomaten, Gurken. Der ist richtig schön saftig. Der hat uns auf jeden Fall sehr gut gefallen. Deswegen habe ich gedacht, muss ich nochmal wiederkommen. Muss den euch mal zeigen, muss den mal testen. Und wenn ihr in der Nähe seid, ja, geht mal her. Hagebaumarkt, kostet mal aus der Kantine, was es da Leckeres gibt. Wir werden wahrscheinlich jetzt öfters Montag hergehen, dann sehen wir auch mal, die Karte wechselt wahrscheinlich nämlich immer durch, was es dann immer für Angebote gibt. Oder wir testen uns einfach mal durch die Angebote. Es gibt auf jeden Fall eine riesen Auswahl. Jetzt guckt euch das an hier, ein kleines Käsestückchen, ne? Für die Maus, guck, oh. Nein, finde ich auf jeden Fall toll angerichtet. Auch das Hähnchenfleisch hier. Auch da ist so ein Dressing drauf, auch ist auch ein bisschen würzig, ne? Das Hähnchenfleisch ist warm. Dann habt ihr diesen kalten, frischen Salat dazu, diese Gurkenstückchen. Achso, du kannst übrigens schon essen. Jetzt musst du die Mama die ganze Zeit warten, bis sie anfangen kann zu essen. Also alles schön angerichtet, Top-Preise, Top-Auswahl, alles frisch, alles lecker. Finde ich auf jeden Fall sehr gut. Ist zwar schade, dass das Hibu-Haus einfach ein Schild reingehangen hat, vorübergehend geschlossen, aber ich glaube, dieses vorübergehend ist wahrscheinlich jetzt dann für immer, also keine Tests mehr. Subs war man ja fertig, Burger hat man kurz getestet. Ich hätte noch viele andere Sachen gehabt, die mich interessiert haben, aber das ist jetzt hier. Guck mal halt mal hierher, wir brauchen ja immer was, dass wir Montag wenigstens mal zusammen Mittagessen gehen können. Das ist eine gute Alternative dazu. Würde ich sagen, war es das eigentlich schon wieder von meiner Seite aus. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Wie schmeckt dein Schnitzel, dein Lecho, deine Kroketten? Hast du überhaupt schon probiert? Ja. Ja. Gut, sehr gut. Guckt es euch nochmal an. Das gute Schnitzel, ne? Und der süße Salat. Beim nächsten Mal gibt es aber keinen Salat. Da haue ich mir dann auch mal was Deftiges rein. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut, euer Ramses. Mmh.